Bam! Nice. Und oh mein Gott, nicht runterfallen. Ich hab Schaden genommen, ja. Das tat an meinem Arsch so weh. Ja, du hast richtig gelesen. Wir sind zurück bei Raft. Wer Raft nicht kennt, dem soll ich es mal vielleicht kurz erklären. Und zwar sind wir der Typ dort. Und wir müssen auf einem Floß überleben. Das Ding ist allerdings, wir sind mitten auf dem Meer. Um uns herum ist gar nichts, außer ein paar Inseln, auf die wir drauf können. Und zu denen komme ich auch nochmal gleich. Ansonsten ist um uns herum gar nichts. Und wir müssen versuchen zu überleben. Denn aus irgendeinem merkwürdigen Grund gibt es Items mitten auf dem Meer. Ja. Es gibt unendlich Items mitten auf dem Meer, die uns die ganze Zeit entgegenkommen, mit denen wir dann versuchen zu überleben. Nun, das Spiel habe ich schon mal vor 2 bis 3 Jahren gespielt und da war es schon ziemlich gut. Allerdings haben sie sich jetzt so krass geupdatet, selbst nachdem die Vollversion rauskam, dass sie jetzt Tiere eingebracht haben. Ich meine, Tiere? Das ist schon wirklich cool. Und zwar gibt es hier ein Tier, was uns die ganze Zeit töten will. Das ist Bruce, der Hai, der die ganze Zeit um das Floß rumschwimmt und uns versucht zu töten. Aber mittlerweile gibt es auch Tiere, die sich auf den Inseln befinden. Und diese Tiere werden wir hoffentlich sehen. Ich meine, sie sind neu, also sollten wir sie sehen. Unser Ziel ist es, die ganze Zeit zu überleben, nicht vom Hai gefressen zu werden, unser Raft zu vergrößern und gucken, was man alles Neues craften kann, denn es gibt sehr viele Sachen. Und ich glaube nicht, dass man gerettet werden kann. Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher. Vielleicht werden wir das ja noch reinbringen, dass man auch das Spiel ja schaffen kann, indem man auch gerettet wird oder quasi irgendwo strandet oder irgendwo zu irgendeinem Land schwimmt. Das wäre ziemlich episch. Obwohl, so wie der Typ aussieht, sieht es nicht wirklich so aus, als hätte er irgendwie Lust, da wegzukommen. Ich glaube, er genießt sein Leben auf dem Raft. Vielleicht will er nicht mehr gerettet werden. Vielleicht will er dieses Leben dort leben. Also, falls du es nicht getan hast, solltest du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Und falls du das getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du nämlich benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Und du gehst zur Glocke, ey. High five, Glocke. Und alles beginnt, indem wir einfach nur das Meer sehen. Wir sehen nicht mehr. Wir sehen aber, wir sind auf diesem Floß hier. Und mehr ist hier nicht. Das ist das Ding, Leute. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Das ist auch das eine der ersten Sachen, die wir sehen. Und das ist nicht einer der ersten tollen Sachen, die wir sehen, sondern es ist einer der ersten Sachen, die man nicht sehen will. Aber hey, wenn man so ein Typ ist, der auf so eine Action geht. Ich meine, kommt schon, Leute. Der Typ muss entweder lebensmüde sein oder er hat alles in seinem Leben verloren, dass er hier hingeht. Und quasi sein Leben opfert und sich dem Meer widmet. Weil wortwörtlich, wenn das Raft weg ist, Leute, dann gibt es keine Methode mehr, um zu überleben. Dann ist er tot. Definitiv. Zu 100%. Also, ja. Nun, wir haben ja diesen Anker hier, den wir einfach werfen können. Und dann können wir die ganzen Sachen dort einsammeln, was ebenfalls ziemlich cool ist auf jeden Fall. Denn ohne das Teil, naja, hätten wir ein Problem. Wir müssen immer wieder ins Wasser gehen. Und wenn wir nicht schnell genug auf dem Raft sind, dann wären wir einfach eliminiert, Leute. Und das wollen wir definitiv nicht. Deswegen, wir wollen konzentriert bleiben, okay? Konzentration an! Das ist richtig. Schön alle Sachen sammeln. Auch wenn es manchmal so gar nicht so einfach ist, den Anker zu werfen, weil manchmal kann man die Entfernung nicht so ganz einschätzen. So wie das da hinten kann ich nicht bekommen. Es ist zu weit weg. Das steht fest, Leute. Aber alle Items, die ihr hier seht, sind wichtig. Du siehst Holz? Wichtig. Du siehst Blätter? Definitiv auch sehr wichtig. Du siehst Plastik? Super wichtig. Kann ich die Beinholzstücke bekommen? Nope. No! No! God! Oh, einen habe ich nicht bekommen, okay. Das wäre auch viel zu schön, um wahr zu sein, Leute. Das steht fest auf jeden Fall. Aber ja, so funktioniert das Spiel. Und irgendwann können wir dann mehr Sachen kreieren. Ich meine, das können wir jetzt schon, theoretisch. Aber wir müssen erstmal Sachen sammeln. Gott, ich fange gar nichts. Ich kann gar nichts fangen. Kann ich wenigstens beide bekommen? Yeah, nice. Nun, wie du sehen kannst, der Haken kann auch zerstört werden. Ja, das kann passieren. Und ja, wir können einfach ganz schnell einen neuen machen. Also ein Haken ist tatsächlich sogar noch relativ billig. Also ganz einfach zu machen. Das steht fest, Leute. Deswegen, ja. Kann ich bitte das Plastik dort bekommen? Das wäre sehr nice. Das wäre super duper. Wie viel gibt uns eigentlich dieses große Teil? Gibt uns das 2 Plastik, weil es so groß ist? Das gibt uns 1 Plastik. Wow. Okay, immerhin, da es groß ist, können wir es leichter bekommen. Und da hinten ist ein Fass. Gib mir erstmal das hier. Da hinten ist auf jeden Fall ein Fass. Das zu bekommen ist richtig gut, weil, naja, es ist halt eben ein Fass, wo viele Sachen drin sind. Da kann Plastik drin sein, da kann alles drin sein, okay? Meistens ist alles gemischt dort drin. Also dieser Fächer einzusammeln ist eigentlich schon sozusagen eine Pflicht. Sogar definitiv, Leute. Deswegen, seht ihr? Boah, wir bekommen so viel durch das Fass, ey. Einfach nur ohne mal, Leute. Nun haben wir ein weiteres Problem, denn wir haben Hunger und Durst. Okay, das ist absolut nicht okay. Es ist absolut nicht okay, Leute. Und Hunger und Durst werden uns einige Probleme machen, das steht fest. Denn, tja, am Anfang Essen zu bekommen ist gar nicht so einfach. Später können wir natürlich auch Farben und sowas uns ernten und bla bla bla, sodass wir unendlich Essen haben.
Aber am Anfang nicht wirklich. Okay, und das ist das Problem. Wow, zwei Holz auf einmal. Das ist immer richtig geil. Das war ein guter Wurf. Nun, jetzt wo wir ein bisschen mehr sammeln. Wir haben jetzt schon 12 Holz. Wir könnten ein paar Sachen machen. Das Ding ist... Okay, wisst ihr was? Also zum einen wird uns der Hai attackieren. Das ist das Ding, Leute. Dürfen wir nicht vergessen. Der Hai wird uns attackieren. Deswegen sollten wir so schnell wie möglich einen Speer erstmal machen, damit er nicht das Ganze zerstört. Holzspeer, Seil erstellen wir. Wir brauchen für Seil... Ich glaube, das waren Blätter tatsächlich. Jetzt haben wir aber einen Speer. Den können wir sogar auf Platz 1 setzen. Und jetzt, wenn ich 1 drücke, haben wir den Speer. Was ziemlich episch ist, okay? Denn, ja, wenn Bruce attackiert... Ich meine, das ist der beste Name für ein Hai, okay? Kannst du irgendwie gegenargumentieren? Wenn du irgendwie gegenargumentieren kannst, dann bitte, meinetwegen. Ah ja, übrigens, da hinten ist eine Insel. Da soll ich die ganzen neuen Tierchen geben. Wie, was ziemlich episch ist auf jeden Fall. Tierchen. Ohne Scheiß, ich spiele zu viel Roblox. Das steht fest, Leute. Aber da gibt es ziemlich viele neue Tiere. Irgendwie sowas wie Alpakas und sowas. Tiere, die ich in meinem Leben, im echten Leben... Oh nein, da kommt er. Ja, da kommt er. Ja, Bruce, hör auf, bitte. Hör auf, okay? Ich will dich nicht hier haben. Versteh das doch einfach. Du hast hier nichts zu suchen. Wir können aber den Bauhammer nehmen, mehr Seile erstellen und dann kann man mit dem Bauhammer, wenn man rechtsklick gedrückt hält, einfach, ja, das Ganze reparieren. Was ziemlich cool ist, ich weiß. Das steht fest, Leute, das steht fest. Oh, da hinten ist wieder ein Fass. Das nehme ich doch mal gerne. Oh, kann ich sie bitte bekommen? Das wäre sehr nice. Bruce ist nicht wirklich gefährlich, aber er, naja, er ist schon nervig auf Dauer, okay? Er kann schon nervig sein, vor allem, wenn das Floß größer wird, dann sieht man ihn ja meistens gar nicht mehr. Man muss ihn quasi hören. Und, okay, das ist jetzt sehr weit weg, diese Fässer dort. Das ist das Ding, Leute. Und da haben wir die Insel. Vielleicht können wir da sogar schon ein paar Tiere sehen. Wäre natürlich episch. Aber ich weiß es gar nicht. Bis jetzt habe ich noch keine Tiere gesehen. Wir müssen einfach mal näher rangehen. Das steht auf jeden Fall fest, Leute. Weil es soll anscheinend ein Tier-Update gegeben haben. Was echt mehr Leben in das Spiel einbringt, weil nur ein Hai, mit dem man hier auf dem Meer ist, das ist schon langweilig. Ich meine, es gibt auch sowas wie Fische. Warte mal, wir haben keinen Plastikhaken mehr. Schön herstellen, Leute. Ist aber kein Problem, wie gesagt. Alles gut, Leute. Okay, lass mal sehen, ob wir da ein paar Tiere sehen können. Also, wir haben noch keinen Anker, leider. Deswegen werden wir da nicht hin können, leider. Aber, da hinten ist noch ein weiteres Floß. Das ist ja interessant. Da würde ich gerne hin. Sind da Tiere oder nicht? Ich sehe keine Tiere dort, Leute. Oh! Oh, das war ein Vogel. Das war der Schatten eines Vogels. Oh mein Gott. Ich dachte gerade so. Oh, what? Das war das erste Mal, dass ich Tiere in Raft sehe. Ha, ich sehe gerade gar nichts. Kann ich einen Anker erstellen jetzt schon? Nee, ne? Hier, Wurfanker. Hey, das kann es erstellen auf jeden Fall. Ich werde es mal... wo kann ich es platzieren? Hier platzieren. Und jetzt? Kann ich es irgendwie entfernen? Wie kann ich es... Oh nein, wir sind zu spät, ne? Oh, wir sind zu spät. Ist das schade? Okay, wir haben wenigstens den Wurfanker. Ich sehe aber keine Tiere dort, leider. Was ebenfalls sehr schade ist. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall langsam was zu essen machen und alles. Weil das wird sehr wichtig sein. Aber wir sollten auch unser Raft vergrößern. Das geht nämlich auch, wie schon erwähnt. Okay, da gibt es, ich glaube, vielleicht keine Tiere. Ja, das ist merkwürdig, Leute. Aber gut, vielleicht auf einer anderen Insel. Das heißt ja nicht, dass auf jeder Insel jetzt Tiere sein werden oder so. Da hinten ist ja noch eine Insel, wie ihr sehen könnt. Eine ganz kleine auf jeden Fall. Mit Hilfe eines Segels könnten wir da auch ganz einfach hin. Oder mit einem Paddel. Aber der Paddel, der hält meistens nicht viel aus. Das ist quasi das Ding. Deswegen, lass mal dahin gehen, gucken, was es dort gibt. Warte mal, das Teil ist ziemlich hoch, ne? Da ist eine Box ganz oben. Kann ich ein Paddel erstellen? Bitte. Paddel, Seil, herstellen. Nice, wir haben ein Paddel, Leute. Das packe ich mal auf 3. Lass mal kurz sehen. Bruce, nein, nicht jetzt. Nur nicht jetzt, okay? Sonst gerne. Sonst kannst du gerne kommen, aber nicht jetzt. So, und zwar, wir gehen da jetzt hin, Leute. Ist mir jetzt egal. So. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh hoch. Nice. Geh hoch. Nice. Noch höher. Boah, das war... Oh, spring. Oh mein Gott, Leute. Ach du Kacke, wir haben ein Rezept. Fischtopf. Oh, damn. Was tue ich da? Wieso nehme ich das weg? Ich will es gar nicht. Ah, okay, nice. Okay, ich kann es einfach wieder hin tun. Sehr schön, Leute. Okay, sehr interessant. Da ist noch eine Insel. Vielleicht sind da ja Tiere drauf. Würde mich mal interessieren. Je mehr man damit rumwirft, desto einfacher ist es, Sachen zu erwischen. Und während ich das sage, verfehle ich erstmal 10 meiner Würfe. Aber das soll ich... Ja, nice. Und jetzt können wir das auch noch mitnehmen. Man kann unendlich Sachen hier mitnehmen. Das ist das Ding. Selbst das Holz noch. Wundervoll. Das war eine Menge Holz. Da sind noch mehr Steine. Aber ich sehe da auch keine Tiere, leider. Tja, das ist sehr interessant. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Aber wir müssen uns auf jeden Fall was zu essen erstellen. Zum einen Ledertasse, auf jeden Fall. Einfacher Bereiniger, definitiv. Ja, wir haben nicht genug hier von den Blättern. So, dann können wir auch nicht mehr Seile erstellen, leider. Wir brauchen mehr Blätter in unserem Leben.
Das ist richtig. Da unten gibt es auch Fische und alles. Also es ist nicht nur der Hai, aber wie gesagt, dass die Tiere eingebracht haben, ist schon ziemlich effektiv auf jeden Fall, weil davor gab es halt nur diesen blöden Hai und die paar Fische, die man aber selten im Wasser sieht. Jetzt gibt's Leben, was ich aber noch nicht gesehen habe, leider, okay? Ich hab's noch nicht gesehen. Ist okay, wir werden es noch sehen, keine Panik, Leute. Ich bin gut im Videospielen. Ich spiele Videospiele schon seitdem ich 16 bin. Seit 8 Jahren, okay? Nee, warte mal, seitdem ich 8 bin. Damn, ich spiele Videospiele schon sehr lange. Hey, Buddy. Hey, Buddy, hey, Buddy, hey, Buddy. Nein, 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 nein. Nein, 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 hör auf. Hör auf. Schämst du dich nicht? Jetzt mal ehrlich. 4 Schläge braucht man, um ihn zu eliminieren. Ein Rezept, das in einem Topf gekocht werden kann. Einfacher Fischeintopf. Damn. Das ist ziemlich episch, tatsächlich. Ich werde mal das Ganze hier reparieren, weil das ist sonst ärgerlich. Nun, logischerweise bekommen wir schneller Durst als Hunger. Was halt das Ding ist, Leute. Einfacher Reiniger, da haben wir ihn. Ich werde ihn mal einfach mal, ja, hier hin tun, würde ich sagen. Einfach mal in die Mitte, Leute. Oh, Planke. Nehme ich natürlich gerne mit. Boah, ich kann gar nicht aufhören zu werfen, weil das Werfen ist so überlebenswichtig, dass man schnell die Sachen einsammelt. Und das ist nicht übertrieben, Leute. Man muss die ganzen Sachen einsammeln, um zu überleben. Okay, da packen wir Holz da rein. Und jetzt können wir mit dieser, ja, kleinen Tasse Salzwasser einfüllen und das Ganze brennen, so. Weil normal, man kann halt kein Salzwasser trinken, okay? Wow, was ist jetzt los? Irgendwie wird es stürmisch, oder? Es wird sehr stürmisch. Oder kommt es dir nur so vor? Denn zum Glück schwimmt Holz. Obwohl, nee, bei mir wird das nicht schwimmen. Bei mir gäbe es irgendein Loch. Ich meine, schon ziemlich krass. Es muss ja eigentlich nur ein Loch geben, oder? Und da hat man schon ein Problem. Obwohl, bei Holzbooten, ich meine, ja, ein Loch kann schon alles zerstören, auf jeden Fall. Aber normalerweise ist ein Boot immer so gemacht, dass, oder ein Raft, oder, ne, ein Boot. Ein Raft ist meistens eher billiger gemacht. Aber dass normalerweise ein Loch jeden tötet, das steht fest. Und irgendwie bekomme ich das nicht. Ja, es ist auf jeden Fall stürmisch. Irgendwie fällt es mir schwer, die ganze Sache zu sammeln. Es wird dunkel einfach. Es wird einfach dunkel und auch stürmischer. Beides auf jeden Fall. Yeah, nice. Beides. Episch. Yeah. Das ist richtig. Das feiere ich mega, Leute. Oh, jetzt fängt es auch zu regnen. Hey, ist okay. Ich mag Regen. Vielleicht nicht der beste Moment. Holz schwimmt hier immer. Ich meine, selbst wenn es regnet, selbst wenn es nasses Holz ist, was denn ergibt, weil wenn nasses Holz nicht schwimmen könnte, dann könnte Holz auch nicht schwimmen. Macht das Sinn, Leute, was ich gesagt habe? Das sollte sehr viel Sinn ergeben. Aber unser Trinken ist fertig. Und naja, das Ding ist jetzt einfach, wir können zum Eidruhrrübe so essen. Können wir? Ja, das geht, aber sie macht uns nicht so mehr so viel satter. Das ist das Ding, Leute. Tja, wie machen wir das jetzt? Das Ding ist, wir müssen etwas bauen jetzt, wodurch wir das Essen kochen können. Glaubt mir, Leute, das wird sehr wichtig sein, okay? Sehr, sehr wichtig sein. Oh, ich bin runtergefallen. Glaubt mir, Bruce bemerkt das sofort, wenn sein Futter einfach so, naja, runterfliegt. Wieso bekomme ich dieses blöde Fass nicht? Ist doch nicht normal, oder? Komm schon. Yes. Endlich. Endlich, meine Güte. Es ist immer ein bisschen besser, weiter zu werfen als zu kurz. Ja, das steht fest, Leute. Immer ein bisschen höher werfen. Da kann man nämlich das Ganze zurückziehen. Und da kann man, wenn man zu weit geworfen hat, es noch besser machen. Aber wenn man zu kurz geworfen hat, kann man nichts mehr besser machen. Das ist das Problem, okay? Deswegen wollen wir immer ganz perfekt und etwas weiter werfen als normalerweise. Das ist richtig. Und wir sollten langsam einen einfachen Grill erstellen. Ja, das steht fest, Leute. Ein einfacher Grill. Ganz easy peasy. Packen wir hier einfach. Packen wir ein bisschen Holz rein. Und wir packen einfach mal eine Ruhe Rübe rein. Und wir müssen mehr zu trinken nehmen, Leute. Zu trinken ist eigentlich kein Problem. Naja, wir werden halt sehr schnell durstig, ne? Aber ja, wir müssen halt auch sehr oft trinken auf jeden Fall. Aber eigentlich ist Trinken ja nicht wirklich das Problem. Gott, ich sehe jetzt langsam gar nichts mehr, ey. Also wortwörtlich gar nichts mehr. Aber von unseren Materialien sieht es schon sehr gut aus. Ich werde es noch ein bisschen weiter sammeln. Und dann können wir das Raft deutlich vergrößern. Vor allem, da ich ziemlich gut werfe, muss ich sagen. Ja, ich werfe schon ziemlich gut auf jeden Fall. Okay, jetzt, das ist ganz, gar nicht so einfach. Okay, dieses kleine Stück Holz mitten auf dem Meer zu erwischen. Aber ich habe es erwischt. Das ist richtig, nice. Holz ist für alles wichtig. Zum einen zum Essen, weil wir damit das Essen erwärmen. Und zum anderen, um zu vergrößern des Rafts. Okay, für alles ist es wichtig. Deswegen, Holz ist schon, jedes einzelne Holz sollte ein normaler Mensch mitnehmen. Wenn du normal bist, was du sehr wahrscheinlich nicht bist, du bist definitiv nicht normal, okay? Das wissen wir beide. Dann, ja, trinken. War das jetzt Salzwasser oder war das jetzt, ach, keine Ahnung mehr, Leute. Ich packe das einfach wieder rein. Nice. Die Rübe ist da. Wow, hier haben wir einen Bauplan. Empfänger. Okay, die habe ich damals noch nie gebaut, tatsächlich.
Deswegen ist schon ziemlich episch. Komm, wir müssen langsam Bruce töten, weil... Naja, das Problem ist, kann ich das noch bekommen? Ja, ich glaube ja, ne? Oh mein Gott, das war ein perfekter Wurf. Damn. Was ist das hier? Alles Plastik, ne? Ich dachte gerade, what the fuck, ist das irgendwie Glas oder so? Was man, ich glaube, sogar auch erstellen kann. Ja, ich glaube, das geht sogar irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie. Nein, Bruce, hör auf. Bruce, stopp. Mama mia, Bruce, hör auf. Jetzt mal ehrlich. Nein, jetzt mal ehrlich, hör auf. Ich attackiere dich. Bam. Nice. Und, oh mein Gott, nicht runterfallen. Ich habe Schaden genommen, ja. Das tat an meinem Arsch so weh, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, okay? So welche Schmerzen hatte ich schon lange nicht mehr. Wir haben aber 30 Holz. Okay, was die Schmerzen wieder gut macht. Definitiv, Leute. Ne, mal ehrlich, er hat ziemlich ordentlich reingebissen. Ich meine, mir ist leicht gefallen. Gib mir das was! Yay! Er stürmt immer noch. Kann es mal aufhören? Ach du Kacke. Jetzt mal ehrlich, was zum Teufel? Das ist mega nervig. Wie kann ich die ganze Zeit so stürmen? Für mehrere Stunden. Ich meine, das macht Sinn. Aber immer ich. Immer ich. Oh, da haben wir wieder in Ruhe rüber. Ah, Mann, wir brauchen mehr zu essen. Das steht fest. Wir brauchen definitiv mehr zu essen, weil das mit dem Essen sieht gerade nicht so super aus. Mit dem Trinken, das ist easy, okay? Trinken ist easy. Wir haben eigentlich jetzt schon alles gemacht, um für immer zu überleben, wenn es ums Trinken geht. Aber wenn es um Essen geht, noch lange nicht. Da hinten haben wir wieder sowas. Da würde ich gerne hin, Leute. Da könnten wir einen Bauplan bekommen oder so. Ja, ich werde einfach mal hinpaddeln. Weil ich will da unbedingt sehen, was da drin ist auf diesem Teil dort. Muss aber sagen, der Paddel hält länger, als ich dachte. Ich meine, er ist nicht mal zu der Hälfte zerstört. Nicht schlecht, Mr. Paddel, nicht schlecht. Was wird da drauf sein, bitte? Okay, da ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich komme. Komm schon, gib mir was Geiles. Yeah, wow. Das war eine Menge. Ne, jetzt mal ohne Witz, das war echt eine Menge. Damn, danke dir, Buddy. Ich weiß es sehr zu schätzen, okay? Okay, wir sollten langsam alles vergrößern hier. Pass auf, Leute. So, so. Hier zwei. Hier zwei. Boah, wir können so viel bauen. Damn. Das Sammeln hat sich mega ausgezahlt. Ist ja nicht mehr normal. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das reicht. Wow. Das ist unnormal. Das ist echt heftig, Leute. Wie viel gibt mir eine Kartoffel so? Sehr wenig. Sehr interessant, Leute. Kartoffel drauf tun. Rüber essen. Mann, ich finde, wir haben viel zu schnell Hunger und Durst. Ich weiß auch nicht, aber ich kriege gar keine Pause. Ich muss die ganze Zeit... Ich, armer Kerl, muss die ganze Zeit essen und trinken, okay? Das kann doch nicht sein, Leute. Mann, habe ich ein schweres Leben. Absolut heftig, Leute. Absolut heftig. Jetzt siehst du das Leben eines YouTubers. Den ganzen Tag nur essen und trinken. Ja, so schwer ist es, okay? Wir machen nichts anderes. Wir trinken und essen nur den ganzen Tag. So schwer ist es. Okay? Ich finde, das sieht aus wie ein Brötchen, diese Kartoffel. Ich werde sie einfach mal essen jetzt. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir gut, Leute. Wir brauchen aber zu 100% mehr. Hundertprozentig, Leute. Ah, ich würde mal wieder eine gerne Insel sehen, aber dafür brauchen wir auch ein Segel. Und Tiere habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Wo bleibt ihr, ihr lieben Tiere? Hä, wo bleibt ihr? Ohne euch bin ich glaulich. Wisst ihr das denn nicht? Ah ja, übrigens, das Witzige ist an dem Spiel, wenn man ein Komma drückt, kann man sich selber sehen. Also das ist schon ziemlich witzig, da kann man so spielen. Yeah, das bin übrigens ich. Ziemlich cool, oder? Eine ziemlich stylische Frisur auf jeden Fall. Welche Frau? Ich glaube, ich bin eine Frau, oder? Sieht mega cool aus auf jeden Fall, vor allem wie die das gemacht haben mit dem Laufen alles. Sieht schon nice aus, ich muss nicht wirklich zugeben, Leute. Das steht fest. Da hinten ist eine Insel. Aber, ja, da komme ich nicht hin mit meinem Paddel. Das ist ein bisschen zu weit weg. Leider, leider, leider. Ah, hau ab. Wer mag dich, Bruce, hä? Nenn mir eine Person, die dich auch nur annähern mag. Irgendwen. Deine Mutter? Ja, die mag dich bestimmt. Das kann schon sein. Du hast gewonnen. Du hast definitiv gewonnen. So, reparier das bitte. Bam. Bam. Sehr nice. Wir sollten langsam Netze machen. Und da gibt es noch dieses eine Buch. Oh, warte mal. Das will ich bekommen. Gib mir das. Das will ich haben. Yay. Ich liebe Fässer, Leute. Über alles. Gibt es eigentlich in jedem Fass was zu essen? Lass mal sehen, ob der uns was zu essen gibt. Nope. Es gibt nicht in jedem Fass was zu essen. Tja, so ist das Leben, Leute. Was soll ich sagen? Plastikgang ist kaputt, neuen erstellen. Und wir sollten eine Steinaxt holen. Das steht fest, Leute. Steinaxt. Ja, eine sollte man holen. Und zwar, wenn wir auf einer Insel sind, können wir Bäume leichter fällen. Kokosnüsse zum Beispiel können sehr, sehr gut sein. Das steht fest auf jeden Fall. Allerdings gibt es auch noch auf den Inseln andere Sachen, die wir auch noch gebrauchen könnten, okay? Aber ja, größtenteils wollen wir da erstmal für die Kokosnüsse hin, denn dann können wir unendlich leben. Außerdem gibt es dieses eine Item. Und zwar ist es... Hier, wie heißt es? Forschungstisch. Erstelle ich einfach mal. Vielleicht nicht die beste Idee, das gleich jetzt schon zu erstellen, aber wir packen es mal in die Mitte hier hin. Essen und trinken. Okay, wir sollten langsam mal wieder was essen. Und wir sollten Kartoffeln hier reintun.
Sehr schön. Forschungstisch, lass mal gut sehen. Was können wir denn hier erstellen? Also wir können auf jeden Fall erforschen. So, das haben wir erforscht. Wir können alles einmal erforschen. Was sehr interessant ist, das steht fest. Da können wir immer mehr Sachen machen. Zum Beispiel Tische können wir jetzt erstellen. Wir können Blätter sogar erforschen. Genau, wundervoll, Leute. Das geht leider nicht. Das ist ein Rezept. Keine Ahnung, wie man die Rezepte macht, ehrlich gesagt, wenn man die benutzt. Würde mich mal wirklich interessieren. Kartoffeln können wir nicht erforschen. Verdammte Kacke. Unglaublich, Leute. Ich kann nicht glauben, dass wir keine Kartoffeln erforschen können. Was für eine Schande. Sehr schlechtes Spiel, definitiv, Leute. Ich sehe gar keine Inseln, gar nichts. Hier ist wortwörtlich gar nichts. Nada, niente, gar nichts. Ist das ein Scherz? Ich meine, kommt schon, Leute. Nicht mal in der Insel, nicht mal irgendwie, keine Ahnung, im 10 Kilometer von mir entfernt, irgendwas. Gott, ich meine, das ist meistens auch Glück, ob man eine Insel sieht oder nicht, aber... Ja, trotzdem. So, wir gehen nochmal zum Forschungstisch. Wir werden ihn öffnen. Und ja, was können wir noch erforschen? Wir können Seile erforschen. Das geht auf jeden Fall. Packen wir eins da rein. Erforschen. Sehr nice. Oh, ich habe alles weggeworfen. Das war nicht so nice. Was können wir noch erforschen? Steine. Können wir Steine erforschen? Stein erforschen. Ey, tja. Wer hat bitte schon mal Steine in seinem Leben erforscht? Schrott. Haben wir Schrott? Ja, Schrott können wir auch erforschen, ne? Klar. Das ist sehr gut. Können wir noch irgendwas erforschen? Hier, Nägel und sowas. Nagel. Wie kann ich Nagel erstellen? Ah, hier, ich kann Nagel erstellen. Oh, Schrott. Damn. Und? Erforschen. Let's go. Wir erforschen alles, Leute. Wir erforschen die Welt. Das ist richtig. Das Grüne haben wir sogar. Was genau ist das genau? Kletter, Pflanzenglibber. Ja, meinetwegen erforschen wir auch. So, nice. Jetzt können wir langsam Sachen bauen. Rucksäcke. Oh! Lernen. Du hast Lama gelernt. Damn. Okay, das sind die Tiere, Leute. Aber wie soll ich bitte die Tiere lernen? Ich meine, jetzt mal ehrlich. Wie soll ich die bitte lernen? Kann mir das bitte jemand erklären? Habe ich noch so wenig Holz? Oh no, ist echt wenig, Leute. Ich muss ja wieder mehr sammeln. Ist doch nicht wahr, ey. Aber nun wissen wir jetzt endgültig, okay, es gibt die Tiere. Nur wo sie sein werden, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Na gut, Leute, ich werde das Video vorerst mal stehen lassen. Für mehr Raft, lasst einen Daumen nach oben da. Unten solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du nämlich benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade. Und du gehörst zur Glockengang. High five, Glocke. In der Beschreibung findest du mein Merch. Check ihn gerne aus. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.